Man muss halt sehen, wo man bleibt. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Skyrim. Legendredischen. Und ja, wir sind in der Handelszeit immer noch. Haben mittlerweile eigentlich ziemlich auch alles einmal angeguckt hier. Wenn ich das so richtig. Ja, ich sag mal. Mal fast zum Gruß. Entdeckt habe, die Sachen haben wir alle schon gesehen und gehabt und. Wie sie die Brüste an mich reiben, bringt wieder. Ich begebe mich jetzt zum Hafen, weil das ist nämlich der einzige Ort, den wir noch nicht entdeckt haben. Hier. Der Hafen. Das Ganze scheint ja schon außerhalb zu sein, wenn ich das richtig verstehe. Wie es aussieht zumindest. Ich sehe keinen Hafen. Hä? Das war ja jetzt nicht sehr erfolgreich. Nee, ist doch auf dieser Seite der Stadt. Mal fast zum Gruß. Jo. Ja, hier ist auch nichts, vermute ich mal, als Türme. Türme, in denen nichts ist. Doch da hinten sind ein paar Gebäude. Immerhin. Wie geht's denn da rein in die Fischerhütte? Bedeutet Essen, was ich klauen kann. Hoffe ich jetzt einfach mal. Hier sind weder Fischer noch Hütten. Ihr könnt während eines Einbruchs nicht schlafen. Ich bin nicht eingebrochen, die Tür war auf. Hallo? Hallo? Nicht sehr erfolgreich. Kein Fischer, kein Fisch. Kein Fritz, der frische Fische fängt. Fischt natürlich. Also, das ist auch Fisch heute. Wo geht's hier hin? Das ist anscheinend ein undefiniertes Gebäude. Man so ohne alles rein kann. Das fand ich auch bei Fallout 4 ganz gut. Das ist wirklich. Oh, dass es wirklich relativ viele, ich sag mal, Gebäude gab, wo man halt einfach so reingehen kann, ohne dass du halt ein Ladebildschirm dazwischen hast, weil die quasi wirklich zum Außen, zum Umland gehören. So, ein Schrank. Das ist in der Innenstadt, ist das da besonders, ja, dass da wirklich viele Gebäude sind, die halt, einfach so Ruinen und dann sind die halt leer. Nicht leer, sondern da kannst du halt dann einfach so reingehen. Das finde ich immer sehr interessant. Und, ach so, schade. Ich dachte, die können wir dem Boot wieder zurück nach Skyrim ablegen. Meine Meinung will ja keiner. Richtig. Will auch keiner. Hm? Hallo, hallo, hallo. Fremdländer. Brause. Also hier ein Wasserwirtschaftshandelskontor. Klingt schon professionell. Ja, da sind wir. Eine Truhe, was kann ich da klauen?
Nichts, was jetzt irgendwie von mir mich von Bedeutung wäre. Habt ihr euch verlaufen? Nein. Wirklich dicht. Läuft die Suche nach Essen. Und ich hoffe, gehe einfach mal davon aus, dass es hier welches geben wird. Eier! Guck mal, ist gut, Eier. Was sind in der Kiste Einzelteile? Lauch? Gut, ist auch. Was ist das? Der Schlechter von Arkösche. Was ist in dieser Truhe? Geld. Nichts von großer Bedeutung. Schreitet wohl. Oh. Ich habe mittlerweile aber echt gut Essen, wahrscheinlich, ne? Vermute ich jetzt mal fast. Sack und Sitzteile. Wie sieht das denn aus mit meinem Essen? Guck mal. Oh, das ist echt nicht wenig. Wieso ist hier alles gefroren? Alter, Tiefkühltruhe. Lachs. Das finde ich ja ein bisschen schade eigentlich, ne? Dass man hat hier immer so viele Sachen, auch Bücher oder so. Und dann kannst du mit denen aber nicht interagieren. Die stehen dann da einfach nur, aber das war's. Und Symbol. Finde ich ein bisschen schade manchmal. Lecker. Gutes Abendessen. Was kann der ganze Lachs hier? Nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Weil das ist halt wirklich der Unterschied. Hier sind halt die Kisten voll, du kannst nichts rausnehmen. Und bei Skyrim sind die Kisten halt auch voll, aber du kannst wenigstens alles rausnehmen, ne? Schreitet wohl. Head of Fischers Vibe. Wie ist die Lage in der Wildnis? Ach. Fragt besser nicht. Ach schön, da haben wir doch schon mit ihm geredet. Wo, Tipps? Seid einfach vorsichtig, wenn ihr außerhalb der Stadt seid. Glaube ich schon mal geredet, der Unterschied war da so. Meine ich mich daran erinnern zu können. Ich kann mich halt wirklich an das Gespräch erinnern, an den Typen vom Aussehen und alles. Deswegen... Ja, wir haben ja eh keine neuen Informationen von dir bekommen. Das waren halt diese typischen zwei Dialogoptionen, die Bürger da mal haben. Ja. Nichts Besonderes. So. Aber bis auf viele Schiffe. Ja, viele sind das ja nicht mal, ne? Bis auf ein paar Schiffe halt. Ihn auch nicht gut. Verzeih. Gibt es hier. Ihn auch nicht gut. Verzeih. Eigentlich nichts. Ich muss mir mal, das werde ich zur Not auch mit einer Lösung machen. Wenn wir irgendwann so ein Ende von Enderal sind, also es dürfte dann so bei Folge 750 jetzt, sage ich mal, einfach sein, da geht es uns wirklich so zum Ende. So wie ich statistisch mir habe das verraten lassen. Da muss ich mal gucken, wo ich diese ganzen magischen Symbole finde, damit ich die alle aufsammeln kann. Also klar, ich werde die bis dahin, werde ich die selbst suchen, damit ich selbst quasi möglichst alle finden kann, aber... Ich bin da jetzt bei sowas nicht so jemand, der sagt, also zumindest, ja, ich sag mal, wenn ich es im ersten Durchlauf direkt Let's Play, dass ich dann sagen muss, ich muss alles selbst direkt finden, da lasse ich mir gerne mal helfen, weil das ist ja sowas, das hält sich nicht wirklich, dass ich das sagen muss. Boah. Einen Groschen mit am, ne? Bitte nur einen. Ich sehe das nicht als so ein großes Problem an. Madame. Sieht das hier schon aus, wieder so aus, als wären hier irgendwelche Gebäude, die ich rein kann?
Ahoi! Das gehört wohl alles zum Hafen. Überall Einzelteile einfach, ne? Einen Obolus? Der Nein. Herr vergüten. Jeder will nur einen Obolus von mir. Oh. Oh. Mensch. Oh. Madame. Ach so, ja. Noch mehr Gold. Ja. Gut, dann ja, haben wir noch genügend Zeit, dann machen wir jetzt das mit Jesper. Oder ich mache eine kürzere. Nein, ich mache eine kürzere Folge. Ich mache eine kürzere Folge und dann machen wir nächste Folge das mit Jesper. Genau so machen wir das. Ich gehe dann jetzt noch kurz schlafen. Die 10 Gold gebe ich aus. Madame. Es ist halt nicht, dass ich sagen Mal würde. Fast zum Gruß. Ich brauche das. Ich koche vorher vielleicht noch. Guck mal. Ja. Ui, ui, ui. Wo hab ich das nur hingetan? Tja, das ist die große Frage, ne? Wo kann ich schlafen hier? Das war Eingang der Unterstadt, ne, Fremdenviertel ist gewesen. Mit dieser Bar. Es sei denn, es ist, wenn wir den Ladebildschirm durchhaben, schon wieder hell. Das passiert ja auch manchmal. Na, dann kann ich da natürlich direkt. Ja, das Spiel ist abgestürzt. Schade. Aber wir machen. Das macht ja nichts, weil das Schöne ist, ne? Die Aufnahme bleibt. So, ich will ins Fremdenviertel. Interessant, dass er direkt da in diesem Modus gespeichert hat. Finde ich jetzt interessant. Guck mal, dann ist das ja gar nicht so eine Unterlänge. Wenn wir jetzt nochmal bis dahin, dann sind es 15 Minuten. Das ist ja das Minimum von so einer Folge, sag ich mal. 15 bis 20 ist ja alles, was normal ist. So, war, ja, ihr hört gerade meinen Stuhl knatschen. Ich weiß. Das liegt daran, weil. Manche Menschen wissen einfach nicht, wo ihr Platz in der Welt ist. Weil, Krieg, Verlorene und Chaos überall. Ich hab schon immer gewusst, dass es mit unserer Welt den Bach runtergeht. Oh. Zu wenig Wegestreue. Ja, halt doch dein Schnauze. Mann, ey. So. Mal fast zum Gruß. Klar gibt's ein Zimmer. Ja, hier jetzt den Groschen. Gut, so, wir lassen den Raum aufsperren. Und bitte, bringt keinen Was wollt ihr? Ding in Ordnung. Wir achten hier den rechten Weg und wollen Licht am Ende des Ach, hier war das. So, schlafen war. So, dann ist nämlich auch wieder da. Und dann ist alles perfekt.
Perfekt. Ich würde dann sagen, wir machen eine Cut. Bis zur nächsten Folge und tschüss.